Etwa eine Viertelmillion Hüftprothesen wurden im Jahr 2019 in Deutschland implantiert. Grund dafür ist meist eine fortgeschrittene Arthrose des Hüftgelenks. Heute möchte ich euch eine weitere Therapiemethode vorstellen, die nicht in jedem Fall, aber doch in vielen Fällen eine Linderung verursachen kann. Nehmen wir diesen Fall, den wir heute gemeinsam versorgen werden. Wir sehen einen aufgehobenen Gelenkspalt, wir sehen eine Arthrose, die für den Patienten nicht nur schmerzhaft, sondern auch bewegungseinschränkend ist. Eine Prothese möchte dieser Patient noch vermeiden. Er ist auch vergleichsweise jung mit Mitte 50. Ich werde aus seinen Fettzellen am Bauch in einem kleinen, großen, ambulanten Eingriff potente Zellen, Stammzellen gewinnen, die wir unter CT-Kontrolle in den Hüftgelenksspalt injizieren werden. Ich führe diese Behandlung seit über 3,5 Jahren am Kniegelenk durch und damit sehr gutem Erfolg. Bei inzwischen weit über 70 Patienten wurde keinem der Patienten in der Folge eine Gelenkendoprothese implantiert. Eine Spritze ist nie die einzige Therapie, aber sie ist einmal ein wichtiger Bestandteil. Die Motivation, den Patienten zu mehr Bewegung zu bringen, die Motivation, den Lebensstil zu ändern, lässt sich deutlich einfacher erzielen, wenn der Patient schmerzfreier ist und wenn er die Gelenke besser bewegen kann. Das ist übrigens eines der wichtigen Ausschlusskriterien, wann die Behandlung an der Hüfte nicht erfolgversprechend ist. Habe ich einen Patienten, bei dem die Hüftgelenksbeweglichkeit massiv eingeschränkt ist, wird meiner Erfahrung nach keine Spritze der Welt das Problem lösen. Ein mechanisches Problem erfordert in der Regel auch eine mechanische Lösung. Eine schmerzbedingte Bewegungseinschränkung, die können wir positiv beeinflussen. Geht das? Ja. Was spüren Sie? Nur einen kleinen Druck. Das ist ein lokales Betäubungsmittel. Ein bisschen Adrenalin, damit Sie keinen möglichst wenig blaue Flecken haben. Geht es noch? Ja. Insgesamt dauert die Behandlung 60 Minuten. Wichtig ist es mir, wirklich jeden Schritt zu erklären, damit der Patient sich sicher fühlt. Also ein bisschen spüre ich jetzt, aber es ist noch okay. Die Fettzellen werden mehrfach mechanisch zerkleinert und anschließend zentrifugiert. Während dieser Arbeitsschritte wird der Patient schon im CT vorbereitet. Die Injektion wird geplant und das Ergebnis kontrolliert. Bei Bedarf können selbstverständlich beide Hüftgelenke gleichzeitig behandelt werden. Unmittelbar im Anschluss kann der Patient aufstehen und die Behandlung ist abgeschlossen. Wenn Sie Fragen zu dieser Behandlungsmethode haben, können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden.